Hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Vision Jade. Wir befinden uns im Palan, einer ziemlich wüsten Stadt, denn hier herrscht Krieg zwischen den Vogel- und Schlangen-E-Monstern. Und wir wurden beim letzten Mal als Vertreter auserkoren, um diesen Streit beizusetzen. Beziehungsweise sind wir jetzt auf der Suche nach dem Anführer der Schlangen-E-Monster und versuchen jetzt hier ja, den Streit und den Krieg zu schlichten. Mal sehen, ob wir damit Erfolg haben. Bist du mein Retter? Wenn ja, dann geh bitte nicht. Nicht bitte. Oder so. Bist du mein Retter? Wenn ja, dann blablabla. Ich hätte das gleiche wie der andere. Weil das machen Leute, die nebeneinander zwischen einem Gang stehen. Wenn du von der Schlange-Seite bist, dann kriege ich dich. Das ist doch gut, dass ich auf der Schlangenseite bin. Ich nehme mal an, das sind die Schlangen hier. Will Vogel den Antennenbaum alleine haben? Nein, 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 nein. Früher sollten Vogel und Schlange in Palan zusammengelebt haben. Du bist von der Gruppe des Vogels. Die Wüste gehört uns. Ah, da ist wahrscheinlich der Anführer drin. Einfach nur ganz viel leeres Gebiet. Palan-Wüste als Wohngebiet der Schlange ist längst vorgeschrieben. Und hier kommen sogar Gegner. Oh, Surugem. Ein Surugem greift an. Also das sind jetzt natürlich Wüstenmonster hier. Oder Wüstemonster. probier es mit Liliao und fang es. Ich habe das Gefühl, vielleicht ein Wassermonster könnte gut sein. Ansonsten vielleicht Vacuum mit Flugattacken. A25 ist nicht sehr effektiv, okay. Okay, es ist wenigstens Schaden gegen Dummies. Das ist schon mal was wert. Dann machen wir ja wahrscheinlich Schaden gegen Profis. Mal gucken. Ja, aber immer nur noch 8 Schaden. Verdammt. Immer noch 8 Schaden, nur. Moment, das habe ich jetzt nicht gelesen. Palan. Nee, die reden andere Sachen. Ich muss die alle zweimal ansprechen. Hallo? Vogel kommt und hat Schlange mit Hilfe der Maschinen ausgetrieben. Das wollte ich nicht. Wollte ich hier heilen? Nein, laber mich doch nicht voll, du komische Schlange. Nein! Ach, du blöde Blindschleiche. So. Wo kann ich denn. Hier, so. Okay, geheilt. Alles klar. Das wollte ich doch noch prüfen. Schlange ist der König der Wüste. Wir werden nicht von Vogeln niedergeschlagen. Immer so martialisch, dieses Spiel. Führer der Schlange sollte links von hier leben. Und auch links von hier. Sollte der Führer nicht eigentlich rechts leben? Ich hab doch keine Ahnung. Der Antennenbaum da vorne ist unser Schutzengel. Nicht alle darf dadurch. Der Antennenbaum da vorne ist das gleiche wie der andere neben mir. Wir sind nämlich Zwillinge und wir müssen genau das gleiche reden. Wir haben bloß andere Farben. Haha. Tampala ist da. Das ist doch jetzt ein Vogel. Was macht der hier bei den Schlangen? Ich habe gedacht, die bekriegen sich. Ich verstehe das alles nicht. Es ist alles zu kompliziert, Leute. Hanafabu? Was? Hanafuda kenne ich wohl. Das ist so ein Kartenspiel. Hat sich verbrannt. Angriffskraft sinkt. Oh nein. Das ist ja wie ein Pokémon. Verbrennung und die physische Angriffskraft sinkt. Eieieiei. Mouth. Oh nein, nicht der Mund. Er hat ja immer so eine große Klappe. Muss ich erstmal wieder dich mit meinen Hufen verkloppen. Da kommt unser Star des Tages, fang es. Jetzt hier Vakuumwelle. Vakuumwelle, auch so eine vergessene Pokémon-Attacke. Ich weiß gar nicht, wer das lernen kann. Ich glaube Lucario und Quappo? Ich glaube, das sind zwei, die das lernen können. Auf jeden Fall haben wir jetzt Tampala, das freut mich doch. Ja, sehr gut. Hatten wir da nicht auch schon irgendwelche Tipps, was Tampala braucht, um sich zu entwickeln?
Ich merke mir doch sowas alles nicht. Die reden hier viel Zeug und viel Zeug, was sie hier reden, ergibt auch gar keinen Sinn. Und daher weiß ich nicht. Mensch, hast du etwas Dringendes mit dem Meister der Schlangen-E-Monster zu sagen? Im Auftrag vom Meister der Vogel-E-Monster möchte ich mit ihnen etwas reden. Was? Du bist der Vertreter der Vogel-E-Monster. Du kannst nicht zurück. Ruf mich an. Oh nein. Was ist das denn? Bozu-Aru startet das Spiel. Der sieht auf jeden Fall heftig aus. Ist aber nur Level 16. Hätte ich irgendwie Status? Nein. Achso, ich kann einfach... Okay. Nein, nehmen wir ihn und nehmen wir Fanges. So, Fly setzen wir ein. Ich hätte lieber das machen sollen, glaube ich. Wir können Grind einsetzen, das hält ihn doch auf. Jawohl, er ist im Zustand des Angriffs, darum kann ich angreifen. Immer wieder sehr schön, diese Logik. Also ich muss jetzt so viel angreifen, ich kann gar nicht angreifen. Also Fungus hat sich auch endlich mal blicken lassen. So, dann stampfen wir ihn doch nieder. Ja, das ist in Ordnung. Sogar Schaden gegen Dummies, oh nein. Vielleicht ist Vakuum dann sehr effektiv. Nicht wirklich, aber immer noch genug Schaden. Und das sollte es eventuell schon gewesen sein. Jawohl, 6 Schaden reicht aus. Ich gebe auch Schaden gegen Dummies, also habe ich voll die falschen Monster eingesetzt. Egal. Nur 5 Punkte, was? Na gut, der war jetzt nur Level 16, aber ein paar Punkte hätte ich doch kriegen können. Ich habe mehrmals angerufen, aber keine Antwort. Vor kurzem noch. Ich bin Friedenvertreter. Ich habe auch gedacht über den Versöhnungsvorschlag von Vogel. Dann ist alles okay. So einfach ist das. Krieg vorbei. Hallo, möchtest du dich mit den anderen versöhnen? Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Können wir machen. Okay, okay, Krieg vorbei. Moment, aber nicht so einfach zu versöhnen. Ah, es gibt doch einen Haken. Okay, ich möchte ein Spielzeug. Kannst du mir ein verschenken? Der Meister der Vogel-E-Monster hat stimmt ein. Wenn ich Spielzeug kriege, versöhnen wir sich. Auch so eine Logik. Ich möchte ein Spielzeug haben, dann muss ich nicht mal töten. Sag mal mit dem Meister der Vogel-E-Monster. Na gut, dann holen wir ihm sein Spielzeug, sein Dildo oder was auch immer. Komm, das ist es, was Schlangen wollen. So, der Vogelmeister war hier drüben. Was? Spielzeug? Vorher besorge ich. Nee, woher besorge ich? Es ist so. Gangbanao hat das genommen. Natürlich hat er das genommen. Verzeihung, kannst du mir helfen, bei Gangbanao das Spielzeug zu holen, bitte? Na gut. So, da ist er irgendwo am Strand rumgelaufen. Dann gehen wir doch einfach mal dahin. Rikori ruft an. Yes. Kurzlich. Kurzlich höre ich eine Sage über Peach Boy. Peach Boy? Wer ist denn jetzt Peach Boy? Hast du gehört? Nein. Peach Boy kämpft mit Huhn, Ente und Affen. Okay, das ist eine interessante Story. Ja. Fehler unbemerkt. Falsch reagiert. Okay. Das war eine Sage. Das war eine Sage. Okay. Diese Dialoge immer. Unfassbar. So, ich würde auch mal behaupten, der läuft hier irgendwo rum.
Nee, das ist er nicht. Jetzt stehen wir doch nicht im Weg rum. Ah, Junge, geh da weg. Geschlossen, es scheint niemand da sein. Ja, wo ist denn der Typ jetzt? Nope, auch nicht. Noch irgendwelche Modifikationen, die ich... Das Säbel? Habe ich das Säbel schon mal ausprobiert? Jet-Propeller. Magan. Nicht Maboy, sondern Magan. Jetzt probiere ich es nochmal mit dem Säbel und... Mein Empfang ist aus. Phone. Oder er hat einen Dolch. Wenn er schon einen Dolch will, vielleicht klappt es auch dann mit einem Säbel. Ich probiere es ja immer wieder. Ich muss einfach Sachen ausprobieren, weil ich habe echt keinen Plan. Schlange sollte was Dinge sammeln mögen. Du kannst ihr beibringen, wie das funktioniert. Du sagst zu mir, ja. Ja. Hier, nimm einen Säbel. Hat schon mal einen ähnlichen Farbton? Nein. Ach, verdammt. Ich hab da auch noch. Moment, ich hab da auch noch immer diese Tests hier. Prop. Test 1. Ja. Nee, reicht nötig. Okay. Warum das so langsam ist, ist auch so eine gute Frage. Reform 1. Ja. Nee, nicht nötig. Okay. Was soll mir das denn sagen? Nicht nötig. Leute. Dann probieren wir nochmal Fungus aus. Mal gucken. Noch was. Wenn du nach Palan gehst, bitte such einen Kerl namens Jan Panou für mich. Du sagst zu mir, ja. Wer ist denn das? Kennst du den? Ist das ein Kumpel von dir? Teste jetzt alle durch. Nee, ich nötig. Okay. Ja, okay. Dann probieren wir noch einmal Reform. Nicht nötig. Was bringen mir die Teile denn? Ach Mann, ey. Ach Mann, was soll... Hier, eine P-Card. DNA sammeln. Ah, das könnte ich noch machen. Ist das vielleicht die andere Evolution? Oh, das gibt mir noch eine Idee. Kann ich vielleicht von alten Monstern die DNA nehmen und dann anderen implantieren? Das könnte jetzt noch was sein. Das probieren wir jetzt auch nochmal aus. Kennst du eine Straße nach rechts vor dem Eingang in Palan? Auf der Straße ist ein Zimmer, wo ein Alter komische Dinge sammelt. Okay. Ach, eben kratzen. Ugh, okay. Du sagst zu mir, ja. So, jetzt speichere ich aber nochmal. Nicht, dass ich gleich hier DNA sammle und ja, tschüss, Rodanz ist hinüber. Och, komm schon. Ja, von wem muss ich denn jetzt DNA sammeln? Eieiei. Egal. Was ist hier los? Das ist die M-Stadt, Virginia. Okay. Gab's hier nicht P-Cards? Nee, was ist denn das hier? Ach, das... Ah, das ist der Computer. Oh nein, wer wollte denn jetzt den Computer? Video, Kamera. Ach, nee. Kamera, Video, wer will denn so einen Schrott haben?
Nee, das wird so nichts. Ich werde nie so eine Evolution herausfinden. Es sei denn, Bandes gibt mir jetzt den entscheidenden Tipp. Lignis sei so begeistert von Bora, warum, niemand weiß. Aber es stimmt. Ob es stimmt. Ja, gib mir doch mal Informationen über Monster, die ich auch habe. Oder kann ich einfach ganz oft meine Monster selbst anrufen und dann sagen die mir das schon? Ja, das war ja geschlossen. Hier, P-Cards. Ich möchte jetzt ganz viele P-Cards bitte haben. Damit ich DNA sammeln kann. So, zwei noch. Eins und Numero dos. Jut. Jut. Oh nein, dann möchte ich gerne noch mal einmal wechseln. Nein, das ist Monster hier. Ja. Kesi wird stärker sein, wenn er mit Schießplatz installiert ist, obwohl er schwach aussieht. Weiß nicht, ob er böse sein wird. Ja. Okay. Und nochmal speichern, nicht, dass ich hier irgendwas versaue oder so. So, jetzt gib mir deine DNA. DNA? Da. Vielleicht soll ich eins von den Schwachen mal probieren. Hier, zum Beispiel nehmen wir doch mal das Monster. Hier. Dich haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen. Bist du für Vogel oder für Schlange? Ich bin auf der Seite des Vogels, weil sie nett sind. Die sind immer so nett zu mir. Sie wollen mich bloß fressen, weil ich ein Käfer, eine Raupe bin. Ein Wurm. So, P-Card. Was, wen muss ich denn hier haben? Das ist doch unfassbar. So, einen probiere ich jetzt noch aus und wenn das nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann probieren wir doch mal hier unseren Kumpel Nijiro aus. Magst du Vogel oder Schlange? Für mich lieber Schlange, weil sie schön aussehen. Der hat seine Prioritäten richtig gesetzt. So, gib mir deine DNA. Ach, leck mich doch. Mann, ey. Dann gehen wir wieder zurück zu Rodans. Ich werde es nie verstehen. Verbündete Bubaria mit Kanonen konnte er sich nicht mehr entwickeln. Er sei sehr eifrig dazu. Ist sie schrecklich? Woran denkst du? Lich? Woran denkst du? Du sagst zu mir... Okay, das war jetzt, glaube ich, philosophisch, was er gesagt hat. Das war jetzt sehr philosophisch. Wo ist denn jetzt überhaupt der eine Typ da, den ich schon die ganze Zeit suche? Ist der hier? Nein. Vielleicht liegt er ja hier unten. Nein. Es ist wunderbar. Wunderbar. Das bringt doch auch alles nichts. Hm. Er wird doch wohl nicht hier sein, oder? Jetzt müssen wir den auch noch suchen. Moment, bevor ich es bereue, probiere ich es erstmal hier oben. Ich weiß zwar nicht, warum er hier sein sollte, aber ich werde es... Gedegia. Igitt, was ist das denn für einer? Und dann nehmen wir noch... Ja, Baseri. Oh, alle sehr schnell da. Sehr schön. Fang es halt auf diesen blöden Long Wait. Was soll das denn?
hat sich versteckt. Was soll das denn? Ach, jetzt ist das so wie Fliegen, dass ich ihn nicht treffen kann. Ja, scheint so zu sein. Ach, komm schon, lass es bleiben. Und voll die Nadel ins Gesicht bekommen. Jawohl, 68 Schaden, alles klar. Raste mal noch mehr aus. Hit sollte ausreichen. Ich weiß gar nicht, ob Hit eine bessere Trefferrate hat oder nicht. Würde einfach davon ausgehen, weil Hit macht weniger Schaden, dann könnte es eine bessere Rate haben zu treffen. Ah, ich sage dir meine Telefonnummer. Das ist auch wie ein Techmon. Moment, die eine Sache habe ich doch noch, die ich ausprobieren möchte, und zwar Monster hier. Nature, Nat. Ich hatte ja schon mal die Theorie, dass das Nature Monster heißt und hier Culture. Erst Culture. Bei dem hat aber auch die Pika nichts gebracht. Ach nee, wie muss man das denn machen? Techmon. Der sieht aus wie so ein Vogel, aber entwickelt. Hier, der sieht aus wie... Was ist denn jetzt noch ein Bromon? Eieiei, so viele Monster hier. Aber hier, wo ist denn der jetzt? Hier, der hier sieht aus wie der andere mit dem Horn, aber entwickelt. Ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, was ich tun soll. Meine Fresse. Wir dürfen nur einen auswählen. Verdammt. Dann setzen wir unser eigenes Baseri ein. Bitte töte mich nicht. Ich wurde nicht geheilt, verdammt, das ist nicht gut. Vielleicht will er sich ja aufladen. Grind ist okay. Dann können wir beide nichts machen, erstmal. Oh nein, wird das jetzt so ein endloser Kampf? Bitte nicht. Okay, sehr gut. Jawohl, todkrank, sehr gut. Und sogar Level Up. Guckt euch an, was der für Werte hat. Und meine anderen gucken dabei 10 rum und 20ern. Ugh. Warum hat denn der so gute Werte und die anderen nicht? Ah, das gute alte Coke hier. Da reicht Fang es auch aus. Er hat mich wieder nicht geheilt. Danke, dass du ihn angreifst. So, und ich merke mir jetzt, beim nächsten Mal heile ich mich. Oder vor dem nächsten Kampf, bevor ich überhaupt nur einen Schritt gehe, werde ich mich heilen. Ah, keine Level-Ups. So, zack und geheilt. Ich sehe schon, ich gehe diesen Weg hier umsonst. Nee, doch nicht. Er ist doch da. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich bin jetzt nur hierhin gegangen, weil das hier noch auf dem gleichen Kontinent liegt und ich wollte jetzt nicht mit dem Baum zurückreisen. Aber wenn der hier ist, sehr gerne. Ah, da ist der vor kurzem getroffene Mann. Er kommt besonders, uns zu besuchen. Es freut mich sehr. Wirklich können die Vogel- und Schlange-E-Monster kürzlich sich versöhnen. Sie haben schlechte Beziehung. Was bedeutet kürzlich? Der Meister der Vogel-E-Monster fordert die Rückgabe des Spielzeugs. Und es brach ein Krieg aus, weil die Vogel, ja, das Spiel hinterlässt Eindrücke bei mir, ihr merkt es. Ein Krieg brach aus, weil ein Vogel-E-Monster das Spielzeug des Schlangen-E-Monsters geklaut hat. So entstehen Kriege, Leute. So entstehen Kriege. Spielzeug? Ich habe aber das nicht genommen. So, aber nur mit Hilfe von Spielzeug können sie sich versöhnen. Ich hoffe auf Versöhnung.
Aber ich kann nicht so einfach verschenken. Ich bin Einzelkind. Das ist eins. Ruf mich an. Oh, Chaotes. Oh nein. Ein Chaotes. Es ist ein brennender Vogel. Baseri? Fly. Das gibt mir aber Zeit, mich aufzuladen. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht treffen, dann machen wir auch Fly. Ha. Kann das genauso gut. So, und du lädst auf. Crusade. Oh Gott, er setzt einen Kreuzzug ein. So, dann machen wir doch noch das hier. Dann sollten wir eigentlich in der Lage sein, uns vollständig aufzuladen und ihn eventuell zu one-shotten. Vorausgesetzt, es macht immer noch genauso viel Schaden wie sonst auch. Oh, das ging aber schnell. 59, das geht. Was hat er? Er schmeckt Fly. Stand, dass er gerade schmeckt. Ich hoffe, es schmeckt ihm wenigstens gut. Das hat er aber jetzt extrem schnell aufgeladen. Huf. Ja, er fliegt, ich kann da nicht viel machen gerade. Aber wir werden ihn schon irgendwann mal wieder in die Finger bekommen. Oder vielleicht auch nicht. Dann setze ich nochmal meine Missile ein. Okay, das war Schaden. Ja, das geht so. Und jetzt Vakuum und Finish him. Es sei denn, du triffst nicht. Danke sehr. Nicht getroffen. Keiner trifft hier. Alle sind blind. Bitte kein... 108. Jawoll. Aber er haut ihn jetzt mit... Hanafuba. Oh nein. Kein Hanafuba. Ja, bitte lass mich ihn doch einfach nur einmal treffen. Ja, das ist doch alles, was ich will. Danke. Jetzt kommt's. Reicht nicht. Okay. Danke. 51 Punkte und dann kriegt nur er Punkte. Oh. Egal. Schmerzen. Du bist stark. Okay, nimm mit. Das Spielzeug nehmen. Ah, so kann ich diese Stadt nicht verlassen. Was soll ich tun? Zurück? Zurück, zurück! Alle, Abstand halten. Ich kümmere mich drum. Gangbanao ist nicht schlecht. Geh zurück, ich folge dir. Bis dann. Geh zurück, ich komme auch später, okay. Ah, wer ist das denn? Gideji ruft an. Du, spielst du gut Baseball? Ja? Wie vielmals bei Ausschreiten des Baseball muss Personen gewechselt werden? Dreimal? So, ich bringe eine neue Schlagkeule. Okay. Die Frage habe ich ja wenigstens mal verstanden. Wie oft darf der Pincher, ist das denn der Pincher? Der Schläger, also der mit dem Schläger da steht. Wie oft darf der Pincher daneben hauen? Pincher heißt es Pitcher. Nee, der Pitcher ist der wirft. Nee, der Pitcher ist der wirft und den Pincher, den gibt es gar nicht. Das ist ein Hund. So ist das. Wie heißt denn der schlägt? Ich habe keine Ahnung. Sehe ich aus, als hätte ich Ahnung von Baseball, Leute? Sehe ich wirklich so aus? Der feuert Raketen ab. Ob ich da einfach mal die Missile anwenden soll? Vielleicht wäre es gar keine so schlechte Idee.
Weil für die Rakete haben wir auch noch keinen gefunden, der es sonst gebrauchen könnte, denke ich. Meine ich. Ja, müssen wir einfach mal ausprobieren. Jawohl, noch ein Level up. Und er kriegt einfach weiter nur Angriffskraft. Der haut einfach so fett rein. Oder reicht Fang es aus. Ich habe schon wieder vergessen, mich zu heilen, aber zum Glück bin ich noch geheilt. Und Kokia macht echt nicht viel Schaden. Das bringt mich zu der Annahme, dass wir wirklich hier schon gegen weiterentwickelte Monster kämpfen. Und Hit wollte ich gar nicht einsetzen, da habe ich nicht drauf aufgepasst. Aber ist eh scheißegal. Ja, der Kokia ist halt nicht entwickelt und... Ach, könnte es sein... Das könnte sein, dass der Kokia, der entwickelt sich zum Bunless. Weil es sind ja beides so Rochen auf dem Meer. Wäre jetzt mein Vorschlag, würde passen, auch so vom Aussehen. Ach Mann, ich möchte doch nur noch hier raus. Ja, das könnte hinkommen mit Kokia und Bunless. Vaseri. Vaseri hat das niedrigere Level. Kill you, resume. Okay, verloren. Verloren, you lose. So, und platt gestampft 40 Punkte, das ist gut. Kein Level Up. Immer vor der Erwartung bin ich darauf, dass ich ein Level Up bekomme, aber nein, kein Level Up für mich. Jetzt möchte ich das aber noch einmal wenigstens mit dem... mit der Rakete ausprobieren. Bevor ich hier die Episode beende. Dann ist es heute etwas länger, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Weil wir haben ja auch viel Zeit verplempert, indem wir einfach Evolution ausprobiert haben. Da geht das doch mal in Ordnung. Ein Kerl heißt Largias. Er sagte, dass er mit Computer verbinden wollte. Obwohl er es nicht benutzen kann, ist er doch begeistert. Du sagst mir, da kenne ich auch mehrere. Ich weiß doch nicht, wie ein PC funktioniert, aber witzig finde ich den trotzdem. Ja. So, Missile. Bitte, 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 bitte. Nein. Das macht ja auch nichts. Ich sehe ja auch nichts an den Statuswerten. Ach. Es ist so dämlich, Leute. Es ist einfach so dämlich. Dann hole ich mir noch schnell meinen Freund hier, meinen Spin to Win wieder. Und dann würde ich schon mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich lese noch vor, was er zu sagen hat. Im westlichen Land leben sehr berühmte E-Monster. Aber braucht man wahrscheinlich Batterie. Schlicht, nicht wahr? Okay, das mit den westlichen Monstern und Batterien muss ich mir merken. Wir kriegen ja hier Batterien. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Vision Jade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.